Jo Leute, und damit willkommen schon zu Live in the Woods mit dem Flash. Mit Centos, hallo. 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 Wo sind wir eigentlich hier, hm? In welcher Welt? In welcher Welt? Live in the Woods. Ach Quatsch, hm. Verwunderlich, dass wir auch mal wieder hier sind. Das ist lange her. Aua. Wo wir jetzt zuletzt was gemacht haben, aber wirklich. Au. Ein paar Monate? Ja, oh, Skype ja dazwischen. Ein, zwei Monaten? Locker. Locker flockig dazwischen. Irgendwie so, ja. So. Wir werden uns an die Arbeit tun. Ich weiß nicht, was Centos vorhat, aber ich weiß, was ich heute vorhab. Keine Ahnung, was ich vorhab. Ist das, ja. Ich werde mich nämlich hinten an den Generator jetzt mal gucken, dass ich da jetzt mal erst fertig werde. Mhm. Okay, ich brauche Generatorblocks, Radiatorblock. War ja was. Oh. Ja, beim letzten Mal hatte ich ja Holz gefarmt. Ja, doch. Aber du hast immer wieder Holz. Du hast immer wieder Holz gefarmt. Hm? Du hast immer wieder Holz gefarmt. Das ist ja. Es macht echt gerade so einen Unterschied, wieder so auf. Schon von Technik-Mod aus Skype jetzt rutschen und jetzt noch ein Live für den Woods. Ja. Das sind echt mal große Unterschiede. Ganz schöne Unterschiede. Alter, bei Live in the Woods, ach, bei Skype noch wenigstens eine Option hast, was zu machen zu können. Ja. Oh, sind die ganzen Tanks hier voll oder was? Ach, die pumpen nicht ab. Ich würde sagen, wir könnten ja mal wohin laufen, aber das lohnt sich gerade noch nicht. Wo? Oh. Was du gebaut hast. Genau. Da könnten wir eigentlich mal. Also ich gehe da auf jeden Fall mal eben hin. Weil ich ja wieder Langeweile hatte. Komm auch gleich. Ich glaube, da baue ich auch noch so einen Schnellweg hin. Weil ich will eigentlich noch ein Schienensystem dahin bauen. Dass man da schnell hinkommt. Oder so ein Tunnel mit diesem schnell, ich weiß nicht, weiß gar nicht, was schneller ist zum Laufen her. Der Stein ist auch relativ schnell. Ja, lohnt sich glaube ich eher und geht glaube ich auch schneller zu bauen. Glaube ich auch. Weil mit Schienen kannst du halt so auswählen, wo du hin willst, ne? Ja, klar. Obwohl, Schilder. Gut, den Wald, der kommt dann auch im Kreativ. Das weiß ich jetzt schon. So, dann stell dir da her. Da ist er schon fertig. Hallo? What the fuck? Zack. Ich wandere schon mal. Hä? Ich wandere schon mal dahin. Ja, ja, mach das. Allein der Weg. Über Stock und Stein. Jetzt müssen wir noch halb über das Wasser wieder laufen. Mein Schwein muss jetzt ein Flash sein. Und der Zentus. Na, Zentus sowieso. Also ruhig. Zack, zack, zack. Gott sei Dank sieht man noch nicht so viel, wenn man von frontal da drauf läuft. Nee. Ist schon ganz gut. Ah, jetzt das erste schon gerade so aufgeploppt. So, dann mach ich mich auch auf den Weg. Mach's dir doch einfach. Komm einfach hier hin. Wohin? Komm mit dem Befehl am wenig, der dahin, wo man nichts sehen kann. Nein. Hier, du willst laufen? Ja. Ich stell mich dahin, wo man nichts sehen kann, so viel. Boah, der ganze Wald da hinten, die ganzen großen Bäume. Ich hab genug Futter dabei. Hab ich auch. Man könnte sehen, wenn ich oben noch da gewesen wäre, wo ich mich ausgelockt hatte zuletzt. Und das war auf der fliegenden Insel. Und darauf könnte man viel mehr sehen. Ja. Immer diese Weihnachtsmusik, die ich immer noch in der Playlist davon. Das ist die Beats. Aber nutze ich ja mittlerweile nicht mehr. Wenn du manchmal spielt das ab, dann läuft es nicht, dann ist es. Dann kannst du nicht richtig einstellen, dass es übertrieben laut ist oder leise, dass die Musik macht er nicht automatisch. Bei YouTube weißt du auf jeden Fall, dass es konstant die gleiche Musik steckt. Da kommt euch sehen!
ein bisschen rechts von dir. Hallo. Ah. Hallo. Und da sind Piranhas im Wasser. Da oben ein bisschen. Übrigens habe ich auch jetzt Optifine wieder drin. Autsch. Und das läuft jetzt auch. Mhm. Muss ja nur was anderes ausschalten. Erkundungstour? Ja. Komm, wir gehen rückwärts. Hier. Das war schon mal ein Bild. Warum rückwärts laufen? Okay. Komm. Also das wissen wir, das kennen wir noch. Das alte Haus. Also bei mir nicht. Nein, warst du gar nicht hier? Nein. Ich habe so eine kleine Schmiede aufgebaut. Weil er Langeweile hatte. Also man muss dazu sagen, es ist alles kreativ. Das hatten wir vorher ausgemacht, dass ich zumindest diese Stadt in kreativ bauen kann. Und ich hatte ein bisschen Langeweile. Hatten wir? Was? Hatten wir? Was denn? Das ist so lange her, ich weiß nicht. Ja, ich habe dich extra gefragt, ob ich es kreativ. Ne, wir gehen erst dahin, komm. Das ist so lange her, ich weiß das echt nicht. Ich hab dich sogar gefragt. Kann man schon mal den ersten Teil sehen? Yeah. So ein Stück Mauer hier. So, dass es so die bisschen abgrenzt. Ein Stück aber auch, ne? Ja, ist ja nur, ist gar nicht viel. Ist ja nur so dass es ja, halt. Ich sag grad ein Stück aber auch, ne? Ja. Von hier aus sieht man schon ein bisschen was mehr. Hier vorne. Hallo. Cheater, ja, kannst du ja drüber. Sind da nur diese komischen Wood-Dinger. Ja, sah ja vorher ganz anders aus. Dann gefiel mir das von außen nicht. Da habe ich einfach so eine Standard-Steinmauer gebaut, weil die eigentlich besser aussieht. Lauf, Forest. Auf der linken Seite sehen wir heute Touristenführer Flash natürlich am Start. Der beste Touristenführer in diesem Land. Auf der linken Seite sehen wir den Stall, wo noch keine Tiere vorhanden sind, weil es noch keine Tiere hier gibt. Und die können hier nicht drüber. Hallo! Jump! Freut euch! Mit mir! Und du hast nur zwei normale drin, ne? Das ist ein Farmer, glaube ich. Ja? Ich weiß es aber nicht. Ach ja, du hast ja auch gar keine Türen hier. Nee. Sonst hätte ich dich schon vermehrt. Genau. Hier habe ich erstmal die kleinen Quäljungs erstmal hier auf die Farm geschickt. Und irgendwo ist auch ein kleiner. Nee. Meine ich. Ich habe da keinen kleinen gesehen, gell? Dann ist er schon wieder weg. Also direkt spawnen kann hier keiner, weil hier alles ausgeleuchtet ist. So, die Windmühle. Ja. Aber nichts groß Besonderes. Hier ist nur so ein, ich sag mal, Dispenser hier hingestellt. Kannst du nicht mal hochlaufen? Nein. Hallo, was ist das für eine Scheiße? Nee, es gab mal einen Weg, der war hier. Okay. Und dann war das nicht symmetrisch. Ich habe nicht aufgepasst, dass ich das unsymmetrisch bauen wollte, wegen dem Windrad. Hm. War ich natürlich wieder ein Trottel. Wie immer halt. Ja. Und die ist halt so ein bisschen mit dem Berg connected. Ja, du kannst halt hier hoch. Yeah. Hier könntest du ein bisschen hochgehen. Ja gut, da ist klar. Aber da kommst du jetzt ein bisschen. Also komm wieder. Ja, nichts Besonderes hier. Ne. Jetzt kommen wir noch zu, wo ich noch ein bisschen Langeweile hatte. Mhm. Das mir auch, ich das gesehen habe. Fan. Ja, okay. Alle willkommen. Wir gehen auch in die schöne Aussicht. Das ist doch so, hä? Was soll das denn? Das ist einfach nur für eine schöne Aussicht. So, weil ja. Hier kommt ja auch noch mehr hin. Ja. Also ich sag mal so, alles was so wassersehbar ist, wird nachher vielleicht auch ein bisschen zugebaut sein. Eventuell, vielleicht auch da vorne noch, da wo das Loch ist, was du da vorne siehst. Und hier vorne auch noch so ein Stück. Also, auf dem Bauserver war es ja auf jeden Fall da. War. Ist nicht mehr da. Hm? War ist nicht mehr da. Achso. Auf der linken Seite sehen wir. Warum ist hier eine Kuh drin? Also nicht. Die war hier schon drin irgendwie. Und ein Huhn. Komisch. Das war letztens hier noch nicht drin. Oder eher gesagt gestern. Also hier habe ich so eine kleine Holzfällerhütte reingemacht. Und bitte nicht das Werk. Einfach das Werkzeug. Normalerweise kannst du in die Fest auch Sachen reintun, ne? Kannst du auch. Rechtsklick. Ganze Sachen rein tun. Ja, weiß. Ne, das sind nur Grabsteine. Das sind Grabsteine. Kannst du nicht. Sind Fässer. Ja, es sind Fässer. Sind fast Grabsteine. Ja, ich weiß. So. Deswegen sag ich ja dann. Also, also wir können noch nicht rein und raus. Hier sind. Ach nee, du kannst keine Sachen rein tun. Das ist kacke. Ach so, ein Grabfass. Sind hier. Sind hier nur so da, so. Also, man kommt noch nicht, wenn man da drin ist, noch nicht raus, aber man kann da drüber springen.
Hier habe ich sozusagen das den Lava da oben aufgefangen, was da oben war. Also okay. Über den ganzen Berg lief, habe ich jetzt hier so runtergeführt. Ist halt so für den Schmied, dass er halt seine Lava schöpfen kann. Hm. Aus so einer endlichen Bergquelle da oben. Was okay, das Wasserrad dann gebaut. Ja, das ist ja so. Da oben ist auch so künstlich ein bisschen angelegt worden, See noch. Auf dem Berg. Ja, war mir schon klar. Und jetzt kommen wir zu meiner kleinen Langeweile. Das Rathaus. Kleine Langeweile ist gut. Hier haben wir den Ratstisch. Ich sitze natürlich hier. Bücher. Aha, nur Bücher drin. Aber wo sind die beschriebenen Bücher? Hattest du nicht so eine Langeweile und hast irgendwas? Nein, das habe ich auch überlegt. Boah, schreibst du da irgendwie so Geschichten rein oder sowas? So die Stadtgeschichte oder sowas. Und hier ist der derzeitige Stadtplan von der Stadt. Aha. Siehst du sogar da oben. Da oben ist ja das Ratshaus. Kannst du noch von oben sehen. Hier ist die Farm. Warte mal. Da hat man eine Spinne gehört. Mhm. Ne, stimmt, das ist das. Das ist das Haus, die Farm gibt's noch gar nicht, die ist noch gar nicht mehr aufgetaucht, die ist ja später entstanden. Bevor ich das. Also ich wechsle die Karte wieder aus später, wenn es einmal fertig ist. Kam mir wieder was zu. Ich habe jetzt leider keine Betten hier. Es gibt noch kein, ich sag mal, kein Gastwirtshaus. Das kommt noch. Das soll ich schon jetzt lange machen können. Guck mal jetzt. Oh nö! Was denn jetzt? Ja, oben ist wieder Schnee geschmolzen. Achso. Hinter der Creeper? Lass uns einfach gehen. Ah, die schau mal. Lass einfach. Da oben ist, okay. Oben ist wieder was gespawnt. Und dann triggert der, weil ich hab das. Muss ich erst alles zubauen. Damit er so gerade runterfließt. Na, können wir mal. Einmal hoch. Ja, kommen so gar nicht hoch, ne? Mhm. Also, das war hier. Hier habe ich das zugebaut die ganze Zeit, hier vorne. Und du siehst ja, hier oben ist es nur Eisen, deswegen sind da auch Fackeln hier. Und immer wenn ein Block wieder triggert, das heißt auch wenn Schnee hier wieder spawnt, ist das wieder passiert. Da habe ich zwei, dreimal gemacht. Sieht das doch jetzt gar nicht aus. Nee. Und zwar einfach nur so, dass es gerade runterging halt wegen dem hier. Und hier habe ich auch gedacht, weißt du was, ach, das leck mich. Wenn es nochmal wieder kommt, dann lass ich's. Ja. So schlecht sieht das ja gar nicht aus. Ja, die Stadt wird halt noch ein bisschen erweitert, Mauer drum gezogen, kommt noch ein Staudamm hin. Oh, scheiß Creeper. Ja, gut, dann, ja, das ist ja auch noch. Ich hab gar kein Schwert. Wow, guck mal von rechts. Was ist da denn drin jetzt? Nicht. Ich will nichts, dass er explodiert hier. Wir gehen einfach. Tschüss, Creeper. Tschüss, Leute. War schön, dass hier. Wer, was? Ich glaube, ich töte den. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich gerade verschwinde. What the fuck, was da alles spawnt? Scheiße! Vor allem die ganzen Creeper wieder. Also ich hau auf jeden Fall mal gerade ab. Mhm. War hier Wacky Wacky drauf? Ja. Ist nicht wie Sky. Na, wobei was Pen. Ich würd hier gerne noch einen Mod drauf haben wollen. Welchen denn? Botania. War klar, dachte ich mir schon fast. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass du Botania drauf haben willst. Da habe ich so eigentlich bei so. Uns ist das halt so, wir entscheiden, es wird nicht einfach entschieden, es wird einfach miteinander abgesprochen, ob wir das jetzt drauf machen oder nicht. Weil wir wollen halt Life in the Woods nicht übertreiben mit Technik. Ja. Dafür gibt es so Technik-Mods. Life in the Woods war aber sehr human halt. So, Botania ist ja kein Technik. Nee, Botania ist so ein. So Magie okay, wenn ist wir halt Magie. Hm? Okay. Aber ich weiß nicht, was mit ich bin gerade so echt überlegen mit Faumcraft. Können wir gerne raufmachen. Das haben wir schon mal drüber geredet, das weißt du. Ja, Faumcraft ist nämlich echt Faumcraft ist ja so ein Mod, da kannst du echt lange Zeit investieren. Kannst du ja, aber wir wissen gerade momentan nicht wirklich, was wir machen wollen und ich habe gerade keinen Bock das Lager weiterzubauen. Mhm. Was auch so ein Grund ist, wo man dann halt sagt, was macht man mit dem Lager? Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, weil ich weiß ja nicht, ob man das Lager mit Panels verbinden kann. Und sowas. Mit Panels? Ja, wie bei Left 4 Dead geht's ja über dieses Ender-EO-Panel, kannst ja die da verbinden, ne? Die Kisten, diese Cages, die ja voll geil sind, finde ich.
Ja, aber dann müssten wir Ender-IO noch aufmachen. Ja, das ist ja wieder ein Technik-Mod. Ja gut, wir haben Technik drauf. Das ist das mit dem Strom generieren. Ja. Wir haben noch, wir haben, was haben wir denn noch? Wir können ja das Ender-IO von Skype her nehmen, also von Sky. Das ist dementsprechend schon schwer gemacht. Und dass du auch nicht so leicht drankommst. Ja. Also deswegen, das kann man, würde ich mir nicht von da auch, wenn das wirklich kompatibel ist, mit Botanien machen. Gut, dann ist man so halt auf den